Eigentlich hätten die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland schon zum Jahreswechsel abgeschaltet werden sollen. Wegen der Energieknappheit infolge des Ukraine-Krieges blieben die Anlagen Isar 2, Neckarwestheim und Emsland jedoch länger am Netz. Am 15. April soll nun endgültig Schluss sein. Nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima in Japan beschloss die Regierung von Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU 2011 erneut den Atomausstieg, wie schon die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 2002. Im Atomgesetz ist seither auch ein Neubau von Atomkraftwerken untersagt. Begründet wird dies unter anderem mit Sicherheitsrisiken und mit dem Problem der Atommüllentlagerung. Auch nach dem Stopp der Kernspaltung müssen die Reaktoren weiter gekühlt und die zugehörigen Systeme instand gehalten werden. Nach der Abschaltung werden zunächst die Brennelemente aus dem Reaktorkern in wassergefüllte Lagerbecken gebracht. Nach und nach werden die Anlagen zurückgebaut. Die Brennelemente kommen nach einer Abklingzeit in Atommüll-Zwischenlager. Bis zur Wiederherstellung einer grünen Wiese an den AKW-Standorten dürften noch Jahre vergehen. In Betrieb bleiben die Brennelementefabrik im niedersächsischen Lingen sowie die Urananreicherungsanlage im nordrhein-westfälischen Gronau. Hinzu kommen derzeit 6 Forschungsreaktoren. Die abgebrannten Brennelemente werden an den Kraftwerksstandorten sowie in Gorleben, Ahaus und Lubmin bei Greifswald gelagert. Für hochradioaktiven Atommüll wird noch ein Endlagerstandort gesucht. Irgendwann nach 2050 soll ein solches Lager in Betrieb gehen.